Moin Leute, mein Name ist Andi und willkommen zu diesem Video. Auf Instagram war die Umfrage, ob ihr mal eine Roomtour von unserer Wohnung sehen wollt. Und ihr habt fleißig auf Ja gestimmt und deswegen stehen wir jetzt hier in der Wohnung. Aber ich würde sagen, wenn wir schon mal so ein Video machen, dann auf richtige YouTuber-Art und nicht so wie meine ganzen Maler-Videos starten. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir nochmal vorne an, oder? Ja. Was? Mhm. Kannst du mich lauter sprechen? Okay, los geht's. Ja Leute, ich wollte mich nochmal kurz melden und euch mitteilen, dass das Video aus ca. 85% purer und staubtrockener Sarkasmus ist. Also nimmt das Video nicht so ernst, nimmt es mit Humor und wer keinen Sarkasmus versteht, schaltet lieber ab. Den anderen allen viel Spaß. Was wollt ihr denn hier? Nein, Spaß, komm rein. Aua, ich stehe auf meinen Fuß. So, liebe Leute. Ich würde mal sagen, zu 80%, wenn man in eine Wohnung reinkommt, ist man im Flur, oder? Und kannst du einmal rumfilmen, den wunderschönen Flur hier. Wir haben hier eine Lampe, die hier immer steht. Ein Schrank, der nur manchmal hier steht. Und wenn du einmal hier rüber filmen würdest, haben wir einen Spiegel, wo man sich drehen sehen kann. Ist das nicht wundervoll? Und wenn du einmal nach oben filmst, sind unsere Lampen vintage. Also die schallern richtig rein, kosten ungefähr 3 Milliarden. Möchtest du auch was sagen? Möchtest du diesen nächsten Raum vorstellen? Nee, ich bin schüchtern. Ah, okay. Also sie läuft nur mit? Ja. Also wenn wir hier reingucken, oh, Rumpelkammer 1 plus. Das hättest du noch aufräumen können. Haben wir gerade frisch aufgeräumt, so sieht's aus. Schuhe, Käserschuhe, meine Schuhe, ein Staubsauger, den wir nie benutzen. Pappe, die keiner rausbringt. Und eine Mikrowelle, die keine benutzt. Gegenüber von der Abstellkammer haben wir unser Badezimmer. Dies hier ist ein Waschbecken, da waschen wir uns täglich unsere Hände nach dem Toilettengang. Darüber ein Spiegel, wo wir manchmal reingucken, um zu sehen, wie wunderschön wir sind. Und gegenüber von dem Waschbecken ist eine Waschmaschine, die wir sehr selten nutzen. Darüber noch ein paar Schränke, wo diverser Krimskrams drin ist. Denn hier das stille Örtchen, was immer benutzt wird und ganz wichtig, der Blick da rein. Ach du Scheiße, das lassen wir lieber. Und Tom, fährt ruhig mal um die Ecke, denn da ist unsere Dusche. Da waschen wir uns einmal im Jahr. So, und wenn wir dann in den nächsten Raum reingehen würden, also dann kommen wir wieder in den Flur rein, nach dem Badezimmer, ist ja ganz klar. Und wir müssen hier mal ein bisschen, ach nee, da stehen ja schon zweimal Lichter, ne? Weil wir haben hier Strahler stehen, weil auch hier oben im Schlafzimmer ist eine Designerleuchte. Preis möchte ich diesmal nicht nennen, ist unbezahlbar. Aber nein, mal ehrlich, das Schlafzimmer nimmt langsam Gestalt an. In meinem vorigen Video habe ich ja die Wand tapeziert. Und wie ihr seht, ist alles hier blau gestrichen. Und am Wochenende haben wir uns einen Kleiderschrank gekauft, privat aus Hamburg gebraucht. Da oben ist noch eine Hose perfekt aufgeräumt. Und ja, so sieht das Schlafzimmer hier aus. Ich würde mal sagen, ganz normal, oder? Ganz wichtig auf dem Dings hier, Bumster, auf dem Nachttisch Alexa, die uns immer unterstützt und uns gute Nachtgeschichten erzählt. So, dann in den nächsten Raum. Willst du auch mal irgendwas sagen? Oder kannst du was zur Wohnstube sagen, oder? Ja. Ja? Okay. Also wenn wir hier reinkommen, das ist, ich würde mal sagen, so eher mein Raum. Mein Gemach hier und Werbung in eigener Sache. Ich weiß nicht, wer den Kanal letztes geguckt hat, ich weiß nicht. Und ich habe hier auch gerade noch den Schreibtisch angebaut, also den ein bisschen länger gemacht. Und das hier oben habe ich auch noch gekauft. Und hier kommen noch so ein paar mehr Türen rein, weil mir das alles ein bisschen zu wühlig aussieht. Gegenüber der Kleiderschrank wird verkauft. Also wenn ihr wollt, könnt ihr günstig abkaufen, weil der kommt weg. Ansonsten habe ich hier noch mein Playseat. Und hier, das habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen. Auch ganz wichtig. Alles strahlt, wenn Andi malt. Wenn du auch mal hier nach oben filmst, Tom, denn da hängt die zweite oder die dritte Designerlampe. Die hängt man so auf, da braucht man keine Schrauben für, das gehört so. So, als nächstes kommen wir dann in die Wohnstube, Wohnzimmer. Hier trocknen wir immer unsere Wäsche, wenn wir sie dann mal gewaschen haben. Dann ist auch schon der erste Blick auf das wundervolle Sofa, wo wir dann abends immer zusammen Fernsehen gucken und kuscheln. Wo willst du das mal bitte? Hä? Wo willst du das nochmal bitte? Wo wir immer Fernsehen gucken und kuscheln. Kuscheln vor allen Dingen. Kuscheln. Mhm. Und ja, Fernsehwand.
alles ziemlich, wie nennt man das? Ja, wenig Einrichtung halt, ne? Wir mögen es. Wenig ist ab und zu mal mehr. Ja, genau. Also alles, was da rumsteht, muss nur abgestaubt werden. Haben wir keinen Bock drauf. Hier die Wand, die ich im Video gemacht habe, verlinke ich euch mal oben links. Habe ich für Kerasa gemacht. Sie wollten unbedingt ein bisschen Glitter haben. Und deswegen haben wir das mal gemacht. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Oben nochmal Designerlampe. Also die haben wir hier in der ganzen Wohnung, weil die gefallen uns richtig gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum letzten Raum, dann in die Küche. Klein, aber fein. Als erstes kannst du nochmal nach oben filmen, Torben. Dann wieder Designerlampe. Kannst du nochmal bitte ein Dings holen hier, damit wir überhaupt mal Licht haben? Bitte. Das wäre sehr nett. Sonst könnt ihr nämlich gar nichts sehen. So, besser? Hm. Wie gesagt, oben Designerlampe und ansonsten ja die Küche. Wir haben hier einen kleinen Tisch. Hier sitzen wir und essen mal. Aber meistens essen wir in der Wohnstube. Bisschen Deko auf der Fensterbank. Hier habe ich Kerze und Blumenstrauß geschenkt. Und der kommt von meiner Oma. Und ansonsten ganz wichtig, Shisha und Obst, Gemüse, unser täglich Brot. Denn wir ernähren uns immer kerngesund. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Oder hast du noch was zu sagen? Wollt ihr noch mal einen Blick in den Kühlschrank reinschmeißen? Das ist ja auch mal ganz wichtig. Warte mal. Ja, kann man machen. Ne? So sieht das aus. Viel Hähnchen, bisschen Käse, Karotte. Magerquark, das Übliche halt, ne? Ja, hier noch ein paar Kekse, die sind auch eigentlich ganz geil hier. Ja, das ist mal für so einen kleinen Snack zwischendurch, ne? Und hier mein Starter in den Morgen, ansonsten komme ich nicht in Fahrt. Also jeden Morgen einen kleinen Nizza und dann geht die Reise los. Ja Leute, das war ein ganz kleiner Überblick von unserer Wohnung. Willst du auch noch irgendwas sagen? Du warst ja so still. Ich bin schüchtern. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ich bin schüchtern. Okay, Kerasa ist schüchtern, sie möchte nichts sagen. Auf jeden Fall, ja, das war's. Ich glaube, wir verabschieden uns mit diesem Video, für dieses Video. Wie heißt das? Wir verabschieden uns. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Leute, Däumchen nach oben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mal noch mehr von unserem Privatleben sehen wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dahin. Ciao.